Das erste Beispiel zur Rohrströmung beschäftigt sich mit einer Rohrleitung zur Förderung von Heizöl. Die Angaben betragen 50 mm Durchmesser, Länge ist 1 km, der geförderte Volumenstrom ist 10 Kubikmeter je Stunde, die Dichte beträgt 900 kg je Kubikmeter und die Zähigkeit Nü ist gegeben mit 40 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter je Sekunde. Gesucht ist der Druckverlust sowie die hydraulische Leistung der Pumpe. Als erstes berechnen wir uns die Geschwindigkeit in dieser Leitung. Das geht am besten aus der Kontinuitätsgleichung. Bekanntlich ist die Kontinuitätsgleichung V-Punkt ist A mal W. Daraus folgt, die Geschwindigkeit W ist V-Punkt durch A. V-Punkt ist in unserem Fall 10 Kubikmeter durch 3600 Sekunden und die Kreisfläche berechnet sich aus d Quadrat pi Viertel, also 0,05 zum Quadrat Meter zum Quadrat mal pi Viertel. So, wenn wir da einsetzen, kommt heraus eine Geschwindigkeit von 1,41 Meter je Sekunde. Damit sind wir in der Lage, die Reynolds-Zahl zu berechnen. Reynolds-Zahl ist bekanntlich Geschwindigkeit mal Durchmesser durch Zähigkeit, ist in unserem Fall 1,41 Meter je Sekunde mal 0,05 Meter und die Zähigkeit, wie gesagt, 40 mal 10 hoch minus 6 Quadratmeter je Sekunde. Damit ergibt sich eine Reynolds-Zahl von 1768. Und das ist kleiner als 2320, das ja bekanntlich die kritische Reynolds-Zahl ist. Das heißt, wir haben tatsächlich eine laminare Rohrströmung vorliegen. So, für diese laminare Rohrströmung lässt sich der Rohrwiderstandsbeiwert Lambda relativ einfach berechnen, nämlich Lambda ist gleich 64 durch RE. Das heißt in unserem Fall 64 durch 1768 und das ergibt ein Lambda von 0,036. Damit sind wir also jetzt in der Lage, den Druckverlust zu berechnen. Delta PV berechnet sich bekanntlich aus Lambda mal L zu D mal Rho W Quadrat halbe. Wir setzen also ein 0,036 mal 1000 Meter durch 0,05 Meter mal die Dichte war 900 Kilogramm je Kubikmeter und die Geschwindigkeit war 1,41 zum Quadrat halbe Meter Quadrat durch Sekunde zum Quadrat. So, und damit sollte jetzt rauskommen 0,036 mal 1000 durch 0,05 mal 900 mal 1,41 zum Quadrat durch 2 ergibt einen Wert von 644.144 Pascal. Wenn wir die Einheiten sauber einsetzen, Kilogramm, Meter und Sekunde, dann kommen eben Pascal bzw. Newton pro Quadratmeter raus. Wenn wir das noch in Bar umrechnen wollen, wir wissen, ein Bar ist 10 hoch 5 Pascal. Wir setzen also das Komma um 5 Stellen nach links, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir haben einen Druckverlust von 6,44 Bar ermittelt. Damit ist der erste Punkt erledigt und der zweite Punkt beschäftigt sich eben jetzt mit der hydraulischen Leistung der Pumpe. So, wir werden also feststellen, das lässt sich auch relativ einfach berechnen. Und zwar
Wir müssen uns zunächst einmal die Formel dafür herleiten. Am einfachsten können wir uns das so vorstellen. Wir haben eine Rohrleitung und diese Rohrleitung ist durch einen Kolben, durch einen beweglichen Kolben verschlossen. Auf der Rückseite dieses Kolbens wirkt der Druck P und wir schieben diesen Kolben jetzt gegen den Druck P eine bestimmte Strecke S, sodass dieser Kolben letztendlich jetzt hier steht. So, das ist also jetzt unsere Strecke S, um die wir den Kolben verschoben haben. Und dafür, für dieses Verschieben, brauchen wir eine Kraft F. Die Arbeit, die wir jetzt in dieses System hineingesteckt haben, ist ja bekanntlich Kraft mal Weg. Und die Kraft, die wir dafür benötigen, die muss mindestens gleich groß sein wie Druck mal Fläche auf der Gegenseite. Also P mal A. Wenn ich das jetzt da oben einsetze, kommt für die Arbeit raus P mal A mal S. So, A mal S, wenn wir uns das hier betrachten, A ist das gleich das Volumen, das heißt, die Arbeit ist P mal V. Wir brauchen jetzt aber die Leistung. Die Leistung ist ja bekanntlich Arbeit pro Zeit. In unserem Fall P mal V durch T. So, und V durch T ist also nichts anderes als der Volumenstrom, das heißt P mal V Punkt. So, und damit können wir uns also die hydraulische Leistung dieser Pumpe berechnen. P ist also dann der Druck, den setzen wir dann ein, 644.144. Das sind also jetzt Newton pro Quadratmeter. Und der Volumenstrom, das sind 10 Kubikmeter durch 3.600 Sekunden. So, eingesetzt, 10 durch 3.600. Ergibt 1789 Newtonmeter pro Sekunde. Und das sind bekanntlich Watt, also 1789 Watt. Das ist allerdings nur die hydraulische Leistung. Die wirkliche Leistung der Pumpe ist größer, weil wir die Wirkungsgrade, den mechanischen, den hydraulischen und auch den elektrischen Wirkungsgrad der Pumpe nicht berücksichtigt haben.